meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen hier zu Outlast 2. Ja, endlich ist es soweit und auch heute dürfen wir endlich anfangen. Am Release-Tag natürlich. Ja, und ohne groß jetzt irgendwas zu sagen. Ich guck nochmal schnell in die Option, ob alles so eingestellt ist, wie es sein soll. Ja, alles auf Nebelmittel. Wir lassen das erstmal so, wir gucken uns an, wie das aussieht und drücken auf neues Spiel. Oh, es gibt normal, schwierig, Albtraum oder Wahnsinn. Und ich würde sagen, wir spielen auf normal. Würde ich sagen, normal ist normal, ne? Das ist nicht leicht. Also leicht gibt es bei dem Spiel, glaube ich, nicht. Gut, wir spielen auf normal. Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Werden wir hoffentlich haben. Lion Langerman ist eine Enthülle. Achso. Mimimi. Lynn Langerman ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langerman, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf. Ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg. Versteckt euch oder sterbt. Okay. Wie Jesus Christus von Nazareth den Tod in Gottes Ehren entthronte, so wird der Antichrist die Reiter auf ihren Thron setzen. Außer er wird in... Please, Blake. Die Kammer. Outlast 2. What the fuck? Wir fangen doch nicht ernsthaft in der Schule an. Fick dich. Nein. Ich erinnere mich an die Demo.
Oh, wir haben keine Kamera. Naja. Und da ist der heilige Vater Jesus Christus. Sag mal, seid ihr bald mal fertig? Tiere zu haben ist echt anstrengend. Ich will dann. Oh, ist das die. Wie hieß das Mädchen? Hieß das. Nee, Elisabeth war das nicht. Ich habe schon vergessen, wie das Mädchen hieß, was die erwähnt haben. Ist es das? First Place. Okay. Bin das ich? Ich sehe ziemlich hässlich aus. Passt zu einem Horrorspiel. Okay, hier können wir anscheinend nichts machen. Wow, ist das. Okay. Wer ist das? Er ist in der Dunkelheit verschwunden. Gut. Inri. Ja, die erste Folge wird leider erst morgen erscheinen, glaube ich. Ich habe sie ja in dem Trailer auch so angekündigt. Ich habe aber überlegt, die erste Folge jetzt so zu schneiden gleich. Also ich nehme jetzt die erste Folge auf, schneide die, lade die hoch, veröffentliche die heute Nacht und nehme dann weiter auf. So habe ich. Oh, es ist jetzt 10 nach 6. Nicht ganz. Es ist 3 Minuten vor 9. Dann kommt die Folge heute Nacht auf jeden Fall noch. Also wahrscheinlich. Ja, so werde ich das, glaube ich, auch machen. Wobei ich will nicht aus dem Flow rauskommen. Das ist auch wieder so eine Sache. What? Okay, wir sind hier nicht allein. Sollen wir uns das merken? Oh, fuck. Drücke wiederholt die linke Maustaste. Aber gerne doch. Oh, mein Camcorder hat überlebt. Natürlich. Es geht diesmal wohl nicht so ruhig los wie bei Outlast 1, dass wir uns einer Irrenanstalt nähern. Lynn? Drücke Tab, um Lynn? dein Ziel zu sehen. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Okay. Warum kann ich mir das jetzt angucken? Kostet das Batterie? Was? Muss ich mir die Aufnahmen angucken? Ach so, um zu sehen, was passiert ist wahrscheinlich. Warum hat das angehalten? Ach cool, der nimmt das auch so auf, wie ich geguckt habe. Also wie ich dabei gezoomt habe und gelenkt habe. Okay. Ach so, okay. Ah, wir haben halbvolles Akku. Und sind am Arsch der. What the fuck?
Wir sind auf einem verdammten Vorsprung gelandet. Ah, schöner Schatten. Eine Menge Nebel. Wow, 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 wow. Der übliche Frosch im Hals ist wieder da. Während du vorwärts, um über einen Abgrund zu springen. Okay, das kriegen wir hin. Ach, beweg dich zu einer Kante hin, um dich daran festzuhalten. Bewege dich seitwärts nach links oder rechts, um am Vorsprung. Ja, das ist klar. Das, oh. Junge. Drücke Control, um dich von der fallen zu lassen. Wuhu! Noch bin ich glücklich. Wichtige Ereignisse sollten aufgenommen werden. Drücke, um die... wenn das Rack-Symbol blinkt, heißt das, dass das aufgenommen wird. Du musst über längere Zeit auf das Ereignis zählen und damit den roten Kreis füllen, um den Moment vollständig aufzunehmen. Welchen roten Kreis? Ach so. Ach so, lol, cool. Schau dir die Aufnahmevideos an, um mehr über Ereignisse und Ziele zu erfahren. Ach so, Tab. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Okay, okay, damit können wir also. Gut zu wissen. Ja, denn diesmal wird uns anscheinend geholfen. Wobei, nee, wirklich Hilfe ist das ja nicht. Wir müssen trotzdem mit der Kamera rumlaufen wie im ersten Teil. Da liegt was. Ich habe es gesehen. Eine Bandage. Drücke Tab, um zu sehen, wie viele Verbände du hast. Schau in deine... Ach so, lol. Du musst im Moment keinen Verband verwenden. Alles klar, cool, wir haben Verbände. Das ist ja nice. Und wir müssen an uns runtergucken. Dann haben wir da auch noch eine Tasche. Und da sind die Batterien drin, okay. Ja, ich glaube, noch brauchen wir keine Nachtsicht einschalten. Wobei, es ist doch schon ziemlich, ziemlich dunkel. Oh, fuck me! Fuck. Hat er gerade gesagt, fuck me? Not happened in the crash. Fuck this. Lol, der... Dem wurde die Hose runtergezogen. Dem wurde die Hose runtergezogen. Was für ein perverser Fahrer war denn hier am Werk? Oh, fuck. Okay, das Spiel ist nicht zimperlich. Aber das hätten wir uns ja denken können. Man sieht sogar Überreste von seinem... Muss ich das zensieren eigentlich? Oh. Fuck. Jetzt müssen wir die Nachtsicht benutzen. Um in dieser dunklen Schlucht hier was zu sehen. Ah, super, super Ort zum Abstürzen hast du dir da ausgesucht, lieber... Ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Alt. Um nach hinten zu schauen. Was ist das für ein Scheiß, Alter? Jetzt kriege ich... Jetzt habe ich so ein bisschen... Wenn das Spiel mir sagt, drücke das, um nach hinten zu schauen. Wow. Wir nutzen natürlich die Batterie wieder bis zum letzten Schluck. Eine Stadt, okay. Supposed to be anything for miles. But I wasn't
Okay, wir sind nicht allein. So, Batterie genimmt. Ah, jetzt kommen wir in den Demo-Teil, glaube ich. Ist das nicht das Dorf aus der Demo? Oh, leichte Erderschütterung. Ein kleiner Sturm, ein Sandsturm. Hallo? I'm lost and hurt. Everybody at home, please look at me, bitch. Okay. Wir müssen natürlich wieder alle Ecken absuchen, um Batterien zu finden. Okay, wenn wir jetzt in den Demo-Teil kommen, dann habe ich noch keine Bedenken, dass irgendwas passiert. Fickt euch! Ah! Der Kaktus piekt! Diese bedrückende Musik gerade, ne? Das ist das Demo-Dorf. Jesus Christ. Hey. Hey, man. Ja. Oh, shit, you're... It's just happened. Meine liebe, süße Ellie, ich kann nicht ertragen, was ich tat. Noch will ich von unseren Kindern getrennt, von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlassen, wie auch Gott mir diese letzten Sünden vergebe. Ach, dass ich dich verlasse. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen, außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du da bist zu jenem Tag, Trost in den Armen, Papa Knotus findest. Für immer dein Tom. Hey Tom! In der Demo lag hier wenigstens eine Batterie. Ha! Guck mal, habe ich doch gesagt. Danke! Drücke Tab, um zu sehen, wie viele Batterien du hast. Nothing matters but Lynn. Ja, ja, das habe ich kapiert, dass du Lynn finden musst. Jamie Lynn Spears. Ah, die würde ich auch finden wollen. What the fuck? Hallo? Mach mal wieder zu und goodbye. My friend. My dear. Würde da jetzt eine Batterie drin liegen, wäre ich verwundert. Es sieht nice aus, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Es hat, diese Nachtsicht hat auf jeden Fall was. Die haben sie gut hingekriegt. Aber das war im ersten Teil ja auch schon so. Na, wo sind die Demo-Leute? Ich leuchte. Who's? Okay. In der Demo hat er nicht gesprochen. Da ist noch eine. Okay. Mama? Oh, dieses Dorf gefällt mir gar nicht. Boah, wie die Stimmung auf einmal so bedrückend ist. Oh
Ja, ich wollte gerade sagen, das muss doch so was bestialisch stinken. Oh, fuck, da liegt jemand. Eigentlich schreit sie doch auch eine Frau. Mach mal zu hinter mir. Ja, das gefällt mir besser. Eine Bondage. Eine schöne Bandage. Oh, ich kann mich verstecken. Okay, man kann also rausluschern. Okay. Lieber Vater, der Herr segnet mich weiterhin mit Visionen und ich bin mir sicher, dass der Feind jeden Tag näher kommt. Ich schrubbte den Boden im Daniels Zimmer, als der heilige Engelschor in mir aufstieg und mir wahre Sicht verlieh. Ich sah ein Geschöpf gleich der brennenden Sonne, doch mit Reihen und Reihen von Zehen. Von ihm hinabhingen Glieder, die ich erst für Arme hielt, doch die Gemächte waren. Sie standen bereit zur Zeugung. Und als dieses Sonnenmonster sank, fickte es die Erde und im Feuer gebar einen großen, buckligen Schrecken. Ich war erfüllt von derselben Furcht, so groß, ich konnte weder atmen noch mich bewegen und ich sah mich selbst, wie vor Jahren Daniel mit Laune blendete und versuchte zu weinen, doch ich konnte nicht. Doch als ich erwachte, fand ich mich feucht, lüstern, sehnte mich nach einem Mann in mir und das Gefühl war nicht anders als die Furcht. Ich versuchte, mich durch deine Lehre zu trösten. Angst ist gleich Freude in den Wegen des Herrn, doch würde ich mich wohler fühlen, hätte ich dich in mir und mein Gebet im Herzen, auf das der Antichrist in mir erschlagen werde. Das Treueste deiner Schafe in heiliger Sehnsucht, Lisa. Lisa? So hieß unsere Frau im ersten Teil. Ist die da? Hässlich. Ich hab grad irgendwie auch... Hat der ein Journal oder so? Weil der schreibt doch was gerade die ganze Zeit, oder? Ach, guck mal, der nimmt das auf. Ach so. Ach cool, der schreibt, also, der liest die Texte denn nicht nochmal vor oder so? Ich kann mir die dann bloß nochmal angucken. Ah, okay. Nice. Ah, okay, ich muss die Nachtsicht dafür anmachen. Okay. Oh, die Batterie sinkt aber auch. Oh. Okay. Gucken wir uns das mal wieder an. Tragedy wall. Topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Someone watching me. Okay. Gut. Dieses Fenster da kenne ich. Ach, hier ist eine Batterie. Eine Batterie. Das gefällt mir. Batterien sind immer gut. Haben wir in Outlast 1 gelernt. Da drin ist niemand, ne? Das heißt... Alter, Katze, wo krabbelst du denn hier rum? Boah, ich kannte das aus der Demo, aber ich bin trotzdem so ein bisschen erschrocken. Okay, ich kann nicht zurück. Einige Türen haben Türregeln, mit denen du Türen auf- und zusperren kannst. Ach, da. Okay, nice. Ein paar Hühnerknochen.
kannst dich verstecken, indem du unter ein Bett kriechst. Okay. Ja, wo geht's jetzt weiter? Das ist die Frage. Ah, hier schon mal nicht. Gut. Die Frage hat sich dann geklärt. Öffne er mir die Tür. Und er erspähte nichts. Okay, jetzt sind wir hier. Ach, da wäre ich rausgekommen. Nee, das ist ja scheiße. Boah, die Musik wird wieder bedrückend. Das ist so die gefährliche Outlast-Musik. What the fuck? Wir beobachten euch. Den Spruch kenne ich aus irgendeinem Film mit so Killer-Gorillas. War das in der Demo auch so, dass sie mich... Das war eine fette Kuh. Das ist eine Frau! Satanas Indivikante. Okay, das wurde alles ein bisschen überarbeitet nach der Demo. Das Kind... Klage der Hebamme. Das Kind, es kommt. Bereit, das Messer macht. Das Kind, es kommt. Hebamme der Nacht. Mutter, die den Feind gebart. Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Halleluja, halt die Flut. Das Warten endlich sich gelohnt. Des Morgens wird des Feindes Blut. Vergessen hier, wir seien verschont. Das Kind, es wächst. Ihr Leib schwillt an. Das Kind, es wächst, der Höll gesandt. Ezekiel ruft und schärft die Klinge. Kniet betet, frohe Dinge. Halleluja, halt die Flut. Das Warten endlich sich gelohnt. Des Morgens wird des Feindes Blut. Vergessen hier, wir seien verschont. Okay. Heil dir, Satanas. Würde ich mal sagen. Schön rot angemalt. Achso, ich wedel mit der Hand. Ich dachte, da kommt ein großer Käfer. Oh, fuck. Und es sind tatsächlich keine Puppen, es sind Kinder. Das haben wir in der Demo ja schon gesehen. Es sind fucking Kinder. Oh! Dieses Geräusch, wenn man da drauf tritt. Hier ist aber nicht der Brunnen wie in der Demo. Die opfern also die Kinder, bis das Kind Satans geboren ist, also der Antichrist. Alter, wo bin ich hier gelandet? Ich kann wohl kaum erwarten, dass hier eine Batterie liegt. Alter, ich sehe auch nichts.
Hier ist doch irgendwo eine. Was zum Teufel? Warum in die Eier? Warum? Warum? Wer ist das? Jo, da spielt jemand Shakes and Fidget. Ich muss mal gucken, ob man diesen Scheiß abstellen kann. Ist das... Wie soll ich der denn entkommen? Ah, ist doch nicht in die Eier, ist in den Magen. Ich muss mich wahrscheinlich verstecken vor dem, oder? Würde ich jetzt denken. Okay, wir versuchen das jetzt nochmal. Wo ist die hin? Wo ist die hin? Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Alter, die hat mich doch wahrscheinlich gerade gesehen. Hm.
Kapitel 8. Erstens. Und dein Volk führte Krieg auf den Feldern meines Sohnes in Ersatz Israel. Zweitens. Mein Land liegt wüst, doch meine Saat hält stand gegen Babylon und das Assyrische Reich und Rom, doch gefallen an den Muselmann, den Muselmann, enttäuscht in den Kreuzzügen und verraten zur Zeit der pharisäischen Zöllner. Drittens, Barunsch, Sohn des Nerija, schrieb die Worte des weinenden Jeremia nieder. Die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen in ihrem Amt. Und mein Volk hat's gern, also. Viertens, sei belehrt, o Ezekiel, ehe sich mein Herz von dir wendet. Lass dein Gesicht nicht unbeschnitten, in deiner Jeremiade wirst du nicht nur Tränen weinen müssen. Selbst Blut musst du weinen. Und Sullivan Knot schrieb seinen Namen als Ezekiel auf das Banner der Ewigkeit. Mit eiserner Klinge schrieb er eins in sein Auge, und es war geöffnet und blutete, und sein Gesicht war gewaschen von Tränen und Blut. Sechstens. Also sprach der Herr, jetzt werde ich dir die Wahrheit zeigen, denn du schnittest in dein eigenes Gesicht im Bunde mit mir. Du schnitzt. Siebtens. Und der Herr sprach, es war nicht dein Auge, das du herausgeschnitten hast, sondern eine Schuppe, die du für ein Auge hieltst. Und nun kannst du sehen. Okay. Klingt einleuchtend. Boah, die Kopfhörer sind zu eng eingestellt. Ich muss sie nachher erstmal wieder größer machen. Fuck! God. Oh, do you Jesus! Want him? Who? Then you'll have. God wants me dead? Okay. Wer oder was ist das? Katze! Ich weiß, das ist die Alte, die uns in der Demo die Eier weggeschnitten hat. Okay, die ist jetzt definitiv hinter uns her. Für eine Frau hat sie eine ziemlich raue Stimme. Also hört sich schon eher an wie so eine alte Raucherin. Warum konnte die mit ihrer Hacke nicht durch die Wand? Er sagte es und in wenigen Sekunden passiert das wahrscheinlich. Ich will nicht nach draußen. Draußen ist böse. Die kann doch jetzt noch nicht hier vorne sein, oder? Die war gerade noch da hinten. Da sind überall welche. Der hat eine Machete. Come for your sin. Ezekiel
Der sieht nicht so nett aus. Scheiße, kostet das auch Batterie? Fuck. These were the words of what he made. Fuck, hier komme ich nicht raus. Oh fuck, die gehen auch durchs Gras, okay. Hauptsache! Warum? Nein! Da waren mehr als zwei Stück, die auf mich losgegangen sind. Fuck! Okay, hier bin ich. Das ist okay. Ich würde sagen, die erste Folge endet hier. Ich gucke jetzt, dass ich die schneide und dann nehme ich nachher weiter auf. Alter, es geht gut los. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Und naja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zur morgigen Folge und bis dahin, haut rein.